Na gut. Ab geht's. Ich nehme wieder einen Pink Ward mit. Ich bin der Pink Ward. Versteher. Ich glaube, hier werde ich einen Early Banshees bauen, ehrlich gesagt. Dann kriegt die Diana nämlich keine Resets, wenn sie queued. Wenn eine QE macht, wenn du Diana auf dich QE macht und Banshees hast, kriegt sie halt kein Reset. Deswegen, ich glaube, ich werde so drittes Item vielleicht, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch zweites Item. Mal sehen. Aber du merkst, ich hätte es nicht gedacht, aber du merkst, ich habe jetzt, na okay, ich habe ein Game gespielt, ne? Aber du merkst schon einen minimalen Unterschied zwischen Master und Diamond. Man merkt schon einen kleinen Unterschied. So einen ganzen Lütten. Den ganzen Lütten merkt man. Ich weiß nicht, womit sie spielt. Nicht mit Barriere, das ist gut. Ich spiele mit Ignite, das heißt, ich habe wieder Kill Pressure. Irgendwie haben die Leute aufgehört, mit Barriere zu spielen, habe ich das Gefühl. Ich meine, was sehr gut für uns ist, ne? Exos und Ignite, ja. Bei Exos siehst du jetzt auch sehr oft, finde ich. Auf ADCs vor allem. Obwohl ich immer noch ein großer Fan von Barriere bin, wenn ich ehrlich bin. Hab's leider nicht getroffen. Sehr gut, wir haben hier einen Flash. Ich bin leider in einer doofen Situation, dass ich jetzt eigentlich basen muss, ne? So. Guck mal, ich Level... Ah, okay, wieso ist er Level 5 geworden? Achso, ich habe mit der... Ich glaube, ich habe mir mit der Vi ein bisschen die... Ich glaube, ich habe mir mit der Vi die Minions geteilt. Zwei, drei Stück, deswegen bin ich kein Level 5 geworden. Aber er ist Level 5 geworden. Das Ding ist, wenn du Barriere spielst, wenn du auf der Lane bist und du spielst Barriere gegen Ignite, dann kannst du eigentlich nicht getötet werden. Also in einem normalen Matchup. Von daher ist Barriere eigentlich eine coole Sache. Also ich mag es ganz gern. Die Qs sind bisher gut. Also tausendmal besser als in Diamond. Vielleicht haben wir die No-Q-Zeit überlebt. Zu meinen Dings gesprungen. Weigers unfassbar strong, da stimme ich dazu, ja. Ich finde auch den Buff, den er bekommen hat, der war auch ein bisschen... Hätte er nicht gebraucht, sagen wir so. Mein Last Hit sind gerade RIP, muss ich sagen. Kurz erschreckt. Da habe ich mich kurz erschreckt, ey. Rakan ist auch noch Mitte. Guck mal. Der ist richtig gierig auf den Weiger. Weil der Weiger hat halt auch keinen Flash mehr, ne? Da wäre ich auch gierig drauf. So, guck mal, hätte ich nicht die Schuhe gekauft, hätte ich mir jetzt den Ludens holen können. Vielleicht war das ein Fehler. Aber vielleicht haben ja auch gerade die Schuhe den Poppes gerettet. Gegen den Ramos. Eins Trade. Wer ist gestorben von uns? Der Darius, okay. Ich dachte kurzzeitig, dass der Gegner Darius hatte, darum war ich so ein bisschen ängstlich, da reinzugehen. Kann ich hier ganken?
Die darf nicht sterben, dann kann ich noch was machen. Oh, Rammus ist hinter mir. Nevermind. Der Jace ist mit unten gewesen. Die werden den Dra Baron, Dings machen, weil der Jace ist halt hier, ne? Das heißt, eigentlich sollten wir einfach top nehmen. Den Dragon können wir nicht mehr machen, weil wenn 5 Leute hier sind, dann ist vorbei. Ja, also ich glaube, Gold, Platin und so weiter tut sich nicht, aber ich muss sagen, ich merke schon einen Unterschied zwischen Master und Diamond jetzt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da einen merke, ehrlich gesagt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man da direkt was merkt. Leider ist unsere Botlane echt am Part am Sterben. Ist nicht gut. Wenn die weiter so sterben, haben wir den 10k Gold Lucian. Und eigentlich habe ich keine Lust auf einen 10k Gold Lucian. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Beide dead. Da machst du leider nichts. Ich wollte gerade sagen, Ur hat's überlebt, aber doch nicht. Diana ist, glaube ich, in der Mitte, ne? Bei dieser Runde habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Power. Sag ich mal. Okay, der war interessant, der Herald. Der Lucian muss sterben, ne? Unbedingt. Ignite Ulti ist so toxic, die wir da rein wollen. 100 Pro. Okay, Mittelturm haben wir bekommen, den kriegen wir auch noch. Ich werde hier gerne bebasen. Ah, der Recall hier ist so gefährlich. Rakan könnte einfach über die Mauer springen. Oh, da waren noch die Dings. Ich wäre sogar fast gestorben hier. Der war ja super gierig, der Recall. Hier oben spiele ich auch nicht so viel mehr mit Köpfchen, muss ich sagen. Verlieren wir den Bot? Nee, oder? Doch, der ist weg. Ich muss mich so ein bisschen nach unten halten, glaube ich. Der Jace ist halt auch immer noch hier. Wir brauchen die Vay, die Vay. Die Vay macht aber Mittelturm, ist okay. Die hat noch Ignite gehabt, ne? Ich glaube, ich habe gebrannt. Ich war mir noch nicht sicher. Okay, wir haben jetzt unser Rabadons. Und ich glaube, nach dem Rabadons werden wir jetzt hier Dings holen. Banshees. Ich glaube, Sonjas Banshees. Ich glaube, so machen wir das. Oh, schade. Ich glaube, ja, wir machen so Banshees und dann... ich meine Sonjas und dann Banshees.
Das Beste, was du halt machen kannst, ist einfach mit Teammates spielen, ne? Also Duo-Q, Trio-Q oder so. Eine du gute Duo-Q mit einem Jungler oder so gewinnst du die meisten Games alleine. Ist der weg? Können wir da noch was machen? Ich glaube, wir können ihn fighten, ehrlich gesagt. Das hat nicht gereicht. Doch, der hatte gereicht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe einen Blue Red Buff, ne? Ich muss hier kurz basen gehen, aber wir sollten versuchen, den Dragon zu contesten, denke ich. Ich werde da direkt hingehen. Ja, also je mehr Leute du in deiner Primate hast, desto besser sind deine Gewinnchancen. Also Leute, die du kennst, wo du weißt, die können spielen, ne? Wenn du die Leute einlädst, irgendwie aus der, irgendwo her, wo du keine Ahnung hast, wie gut die sind, dann spielst du im Endeffekt auch weiterhin nur random Q, ne? Muss schon darauf achten, dass es Leute sind, die brauchbar sind, I guess. Er hat's geklaut, der Lümmel. Der Lümmel hat's geklaut. Ah, es wird ein hartes Game. Ich sehe es hier schon. Das wird richtig hart. Jede Lane ist so behind. Das wird kein Vergnügen. Hallo, Pedro, wie geht's dir? Das wird kein Vergnügen. Vor allem ist die Problematik auch Draven ohne Gold, ne? Der macht halt nicht viel. Okay, Jace ist gerade Bot. Das wäre big, wenn wir da einen Kill kriegen. Nice. Wir kriegen verlieren halt Botlane. Da muss eigentlich der Darius auf die Lane gehen. Weil der Darius rennt irgendwie top rum. Frag mich nicht. Darius ist immer noch top. Kann sein, dass er gleich stirbt. Ich gehe hier mal kurz ein Stück nach vorne. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich gleich engaged werde. Okay, Darius ist tot. Jetzt hätte ich theoretisch meine Banshees. Es kann auch gut sein, dass die Gegner gerade gleich Barrel machen. Weil die sind in einer guten Position und wir haben keine Vision. Also gar nichts. 0,0 haben wir. Darf ich den mitnehmen für Creeps, bitte? Danke. Für AP meine ich, sorry. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass sie Barrel machen können gerade, ne? Guck mal, was wir denen erlauben, ey. Das ist schon böse. Verlieren Bett, den Turm auf der Bot. Oh, ich habe auch kein Life. Ich kann halt nicht auf die Sideline gehen. Das ist halt die Problematik, ne? Ich kann absolut nicht auf die Sideline gehen und die matchen oder so. Da brauchen wir halt, wie gesagt, Darius oder Vi oder so. Aber die Vi brauchen wir auch im Jungle. Von daher, das ist nicht so einfach.
Aber ich meine, das letzte Game haben wir ja auch gewonnen. Irgendwie noch. Ich sehe da wieder AP in der Mitte. Ja, wir verlieren leider alles umsonst, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir sind immer hinterher mit Rotation und Co. Okay, vielleicht können wir noch einen Catch oder so machen hier. Nee. Na gut, dann kommt jetzt der entscheidende Teamfight. Ich meine, wenn wir den Elder verlieren, wenn Elder nicht bekommen, dann ist wirklich RIP. Ich muss einmal kurz die Lane hier wegdrücken. Sind die schon dran? Weil der teleportiert? Ich glaube, wir sind schon dran. Wir müssen da jetzt rein. Wir müssen da einfach rein jetzt, ne? Tut mir leid. Ja, bei Botlane die dickste Wave der Welt, ey. Wir machen Baron gerade, ne? Wir sollten Elder machen. Wenn die jetzt Baron machen, können wir eigentlich einen Elder nehmen. Ich glaube, die machen Baron. Wird zu spät sein, denke ich. Nee, sind doch nicht dran. Ist klar. Ist hier der Rammus drin? Wenn ich einen Cage mal treffen würde, dann wäre GGO. Sehr gut. Den Rammus können wir auch noch holen, der hat nicht mehr viel. Es kann sein, dass ich hier sterbe, wenn ich hier reinlaufe, aber. Snare? Oh, schade. Wir sollten den anfangen, ne, mit Vi. Vielleicht holt sie sich Teleport, das wäre gut. Die hat keinen Teleport gekauft, wir müssen ein bisschen chillen. Nur den töten. Drake machen. Jetzt gehe ich kurz deffen. Ich gehe Botlane deffen. Das war gut, wir haben Elder Drake, sehr gut. Und wir kriegen Baron auch noch. Nice, 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 nice. Puh. Also bisher sind die Games pure, pure, pure Härte hier. Ich push mal einfach weiter hier. Okay, ich hole mir noch mal kurz ein Item. Und ich denke, dann können wir
versuchen rein zu pushen. Ich bin jetzt auf 1100 AP fast. Oh. Ab geht's Mitte pushen. Wir brauchen halt jemanden, der auf die Botlane aufpasst, ne? Top Lane. Wir haben aber auch einen schnellen Recall, das ist okay. Okay, jetzt hätte ich die Träne doch gebraucht am Ende. Am Ende hätte ich die Träne doch gebraucht. Muss ich sagen. Also da gab es den einen Moment im Teamfight, da war ich out of Mana. Aber GG, wir haben es echt noch gedreht, ey. Ich hätte gedacht, wir schaffen das nicht, das Game. Die Games sind alle ziemlich hart hier, muss ich sagen. GG.